Liebe Genossen und Genossinnen, nee, das ihr habt schon mal. Hey, wartet ab, das ist gut. Und, Kekse für alle und Spaß für die Jugend. Genau, das gefällt mir. Sag mal, ja? Keks, was machst du da bitte? Ja, ich möchte Kanzlerkandidat werden, wie der Steinbrück. Dann kann ich auch 7.000 einkassieren für eine Rede, so wie der hier. Und außerdem möchte ich was verändern. Ja, aber so einfach ist das nicht, Politiker zu sein. Da gehört ganz, ganz viel Wissen dazu und Verantwortung. Denn du musst da Entscheidungen treffen, die Millionen von Leuten beeinflussen. Unterschätzt das nicht. Na, ich hab da meine Minister. Außenminister, Innenminister, die helfen mir doch alle. Ist doch eine Demokratie, mach ich doch nicht alleine. Voll easy, ey. Ja, ist gut, gut. Dennoch fehlt dir, glaube ich, ein bisschen, naja, Seriosität. Denn man braucht ja schon einen Bundeskanzler, dem man das Land anvertrauen kann. Wie, bin ich dir jetzt nicht seriös hier noch? Nur weil ich noch mehr Haare auf dem Kopf habe wie manch andere Politiker oder was? Mich verstehen wenigstens die Jugendlichen. Nicht so wie bei den anderen Politikern. Da versteht denn doch kein Mensch, was er da erzählt. Das ist immer so bla bla bla, so wie du bla. Aber hast du überhaupt einen Namen für deine Partei und ein Wahlprogramm? Na klar, meine Partei heißt DKU, die Deutsche Keksunion. Und ein Wahlprogramm habe ich auch schon. Zum Beispiel würde ich es voll cool finden, wenn man den Krieg ohne Waffen löst. Zum Beispiel mit Counter-Strike spielen oder so. Oder was auch voll cool wäre, wenn man sich sein Geld selber drucken könnte. Weil dann wäre keiner mehr arm. Dann, das wäre richtig toll. Und außerdem würde ich es auch voll cool finden, wenn man schon früher wählen könnte. So mit 16 oder noch besser, mit 12. Ja, das klingt alles sehr, sehr utopisch, Keks. Nicht, dass du dann auch so einer von diesen Politikern wirst, die im Wahlkampf ganz viel versprechen und dann nichts halten. Nee. Ach du Kacke, apropos Versprechen. Ich hab vergessen, vor 2 Wochen die Stromrechnung zu bezahlen. Na toll. Jetzt sehe ich schwarz für deine Kanzlerkandidatur. Naja, die in der Politik sind auch nicht ganz helle im Kopf. Keks. Was denn? Mann, echt, ey.